Mal kurz zur Phasenverschiebung im Wechselstromkreis. Damit man es leichter versteht, habe ich ja hier nochmal ganz schnell die Miniskizzen für praktisch Versuche gezeigt. Miniskizzen insofern, ich hatte, und jetzt Leute, achtet auf die Links, da hatte ich mal gezeigt, was passiert, wenn ich eine Spule zwischen eine Lampe schalte oder einen Kondensator und so weiter. Das sind Minutenvideos. Das Video wartet hier. Guckt euch das dann ruhig mal an, wenn ich die Dinger hier oben immer erscheinen lasse. Gar kein Problem. Im ersten Fall kann man sagen, ich habe hier mal nur einen, sagen wir mal, symbolischen Widerstand eingezeichnet. Der hat 0,00 nix Ohm hier. Also mal ganz klein. Das soll mal den ohmschen Widerstand der Zuleitung darstellen. Mehr nicht. Es ist aber trotzdem ein Widerstand. Da fällt uns Folgendes auf, wenn wir mit Gleichstand. Spannung, wohlgemerkt der Versuch, wenn wir da einen Schalter zumachen, ist die Lampe sofort an. Mit Gleichspannung hier den Schalter zuzumachen, ja, oh, da dauert es eine ganze Weile. Jetzt hier an die Links denken. Guckt euch das ruhig an. Warum? Weil sich hier erst ein Magnetfeld aufbauen muss. Wenn ich hier in diesem Fall den Schalter schließe, ja, na dann ist sofort der Strom da, die Lampe brennt, aber wenn der Kondensator aufgeladen ist, dann erlischt die Lampe wieder. Das kann man auf den Wechselstromkreis sehr schön übertragen. Also, links gucken, nochmal nachdenken, warum das so ist, wird auch in den Videos nochmal erläutert, wenn ihr das tiefer wissen wollt, zur Unterstützung. Das übertragen wir jetzt mal auf den Wechselstromkreis. Wenn ich also hier statt Gleichspannung meine Wechselspannung einlege und das hier auch, hier auch, hier auch, dann passiert hier Folgendes. Da hier nichts aufzuladen ist, sondern bestenfalls der Widerstand den Strom beeinflusst, ist beim Anlegen der Spannung wenig Spannung, ein bisschen Strom, mehr Spannung, mehr Strom und so weiter, ist der gleiche sinusförmige Verlauf zu erwarten, wie die Spannung eigentlich auch hat. Ich nehme jetzt mal nur den Wechselstrom oder die Wechselspannung unseres Versorgungsnetzes, die ist annähernd sinusförmig. Das gibt noch andere Wechselspannungen. Vielleicht werde ich hier noch einen Link anfügen, was überhaupt Wechselspannung ist. Ruhig nochmal nachgucken. Hier ist es so: Hier ging die Lampe erst gar nicht an, sondern mit einer gewissen Verzögerung, weil sich hier erst ein Magnetfeld aufgebaut hat. Aber durch die Selbstinduktion war das Magnetfeld so gerichtet, dass es seiner Ursache, nämlich dem Anschalten, entgegenwirkt. Demzufolge fangen wir hier mit einem negativen Strom an. Und wenn ich mir jetzt. Hier, ja, hier müsste der Nulldurchgang sein. Wenn ich mir jetzt diesen Verlauf angucke, oh, naja, jetzt komme ich ein bisschen. Leute, es gibt sowas gibt es auch als sauberere Zeichnung. Ich versuche das nochmal ein bisschen besser und so weiter. Mehr mache ich mal nicht. Da sieht man, dass praktisch der Strom der Spannung hinterherhinkt. Deswegen sagt man bei Phasenverschiebungen, zu denen sagt man auch, weil das. Könnte man jetzt mit dem Zeigerdiagramm machen. Den Winkel, den Phasenverschiebungswinkel, bezeichnet man einfach als Phi oder Delta Phi. Und der ist hier positiv. Immer dran denken, die Spannung als Ursache ist da, der Strom schleicht hinterher. Immer die Spannung als Aufhänger nehmen, weil die Spannung schneller ist, ist das schön, ist das positiv. Das andere Beispiel gar nicht erst merken. Warum das negativ ist, wer da eine schöne Regel hat, ruhig mit in die Kommentare schreiben. Jetzt ist es hier so, da ja schon mal der Strom da ist, sobald ich anschalte, aber dann langsam wieder absinkt, ist es hier so, hier ist der Strom da und jetzt habe ich genau den entgegengesetzten Verlauf. Ist die Spannung maximal, ist kein Strom mehr da, weil der Kondensator aufgeladen ist. Und dann haben wir das hier umgekehrt. Jetzt habe ich es hoffentlich richtig, einigermaßen. Ich habe mal die Amplitude des Stromes ruhig geringer gemalt, damit sie sich besser, vor allem hier in diesem Fall, abhebt. Wechselstrom heißt, das ist eine Art An- und Ausschalten, bloß in diesem Fall bei sinusförmigem Verlauf etwas weicher. Und zusätzlich, ich pole um. Also wenn hier Plus vorher war, dann ist es dann hier und auf der anderen Seite entsprechend Minus. Also wenn es erst so aussah, dann ist es eben jetzt umgekehrt. Und das immer hin und her. So, das ist mal ganz grob gesagt Wechselspannung. Aber guckt ruhig auf den Link, was Wechselspannung ist. Hier ist Delta Phi, der Phasenverschiebungswinkel, negativ. Minus 90 Grad. Ich bilde jetzt nicht den Cosinus, der würde das Vorzeichen wegbombardieren. Und hier ist der Phasenverschiebungswinkel, na, gar nicht da. Delta Phi ist hier 0.
gucken, wenn ich mir hier mal, ich mache es mal andersfarbig, wenn ich mal von hier bis hier gehe, hier wäre Delta Phi versteckt. Oder von hier bis hier gehe, hier wäre Delta Phi versteckt. Merken, die Spannung ist die Ursache, der Strom läuft hinterher, die Spannung ist R, deswegen ist es positiv. Ich hoffe, ich konnte das alles mal ganz kurz und ganz grob darstellen. Wir brauchen das nämlich später bei Schwingkreisen nochmal und so weiter und so fort. Solche Sachen sind dann nochmal wichtig. Aber das Grundverständnis, hoffe ich, ist durch die Beispiele und die entsprechenden schon vorhandenen Videos jetzt noch ein bisschen besser, was den Wechselstromkreis angeht. Ich wünsche euch noch was Schönes, vor allem für diesen Sonntag heute. Immer schönes Wetter, nicht zu warm und so weiter. Und einen guten Schulstart. Bis dann, tschüss.